Es ist der 29. September 2015, 15 Uhr, Dienstag, Zeit für das beliebteste Webinar Deutschlands, wenn es um Forex und CFDs geht, mit Jochen Schmidt, der gleich in 2 Minuten übernimmt. Hier spricht noch Berlin. Mein Name ist Jan Schanowski von Adme Markets. Ich grüße Sie. Ich darf Ihnen in den ersten 1, 2 Minuten immer die Proforma-Dinge nennen, wie zum Beispiel Titel des Webinars, Live-Trading und Markttechnik und ganz, ganz viele Tipps, Setups und mehr von unserem Daytrader Jochen Schmidt. Wenn Sie vielleicht das erste Mal dabei sind, Risikohinweis zu beginnen. Es geht immer um Forex und CFDs bei uns. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie gerne einen kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite einmal durch. Und bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als persönliche Anlageberatung missverstehen. Immer nur allgemeine Marktausblicke, subjektive Trades auszuprobieren. Niemals bitte eine konkrete Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen. Immer nur allgemeine Schulungsinformationen über ein Demokonto in den Webinaren oder auf der Webseite oder wo wir überall für Wissen und Schulung etwas zur Verfügung stellen. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie jede Trade-Entscheidung vollkommen autark und selbsttätig treffen. Ihr Hauptmoderator, der gleich übernimmt, sieht so aus und heißt so, Jochen Schmidt. Wenn Sie Fragen an Jochen haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wir machen die Webinare für Sie. Sie können live im Webinar mit Ihrer Tastatur jetzt Ihre Frage, Ihr Anliegen, Ihr Wunschmarkt live hineinschreiben. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Live im Webinar gibt es einen Question-Chat, so einen Frage- und Antwortbereich. Da einmal reinklicken. Ihre Frage formulieren, Ihr Anliegen und dann sehen wir es und für alle, wenn es ein Thema ist, lesen wir es laut vor. Ja, und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, die üblichen Kanäle, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns sehr, wenn wir helfen dürfen. Das war's fast von mir. Eine kleine schöne Neuigkeit habe ich aber noch. Ist auch auf der Webseite admiralmarkets.de seit knapp einer halben Stunde zu sehen. Ab sofort können Sie bei uns weitere Handelsinstrumente traden, und zwar den Bund CFD und das Pendant aus Amerika, den US Treasury CFD. Ja, Bund ist einer der beliebtesten und meist nachgefragtesten Handelswerte. Nicht jeder CFD-Broker hat ihn. Wir hatten ihn bisher auch nicht. Seit heute im Demo- und Live-Konto zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie es interessiert, Bund oder US Treasury auf der Webseite im Company-News-Bereich einfach mal genauer nachlesen. Highlights wie immer, sehr, sehr marktenges Brett, zum Beispiel verlässliche 3-Punkte-Spread im Bund. Verlässliche Spreads vergleichen Sie gerne, da werden Sie keine Auswüchse typischerweise finden. Viele andere schreiben zwar auch ab 3 Punkten oder typisch oder Zielspread. Wir haben uns aber die Wettbewerber angeschaut. Die haben ganz, ganz oft 3 Punkte, 4 Punkte, auch mal 5. Also bei uns wirklich verlässliche 3 Punkte. Vergewissern Sie sich gerne selber. Keine Mindestabstände, keine V-Quotes, keine Kommission. Müsste, sobald ich mich umgeschaut habe, eigentlich das beste Trading-Angebot für den Bund CFD sein. Schauen Sie gerne selber um, stellen Sie Fragen dazu, dafür sind wir da. Das also neu verfügbar, Bund CFD mit im Trading-Angebot von Admiral Markets. Ja, und damit sage ich hallo, lieber Jochen, du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Ich gehe davon aus, traditionell starten wir mit dem DAX. Leg doch mal los. Ja, hallo Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Jetzt habe ich extra den Bund hier aufgerufen, ja, nur als kurz zu zeigen, es gibt ihn wirklich, man kann ihn handeln, ja. Und natürlich fangen wir mit dem DAX an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das letzte Marktanalyse-Webinar liegt ja schon ein bisschen zurück. Deswegen für all diejenigen unter Ihnen, die neu dabei sind, wir analysieren die Märkte natürlich. Also bevor ich einen Trade mache, muss ich eine Analyse durchführen, um auch zu erklären, warum ich jetzt einen Trade mache oder warum ich auch keinen Trade mache. Und weil das Marktanalyse-Webinar schon länger zurückliegt, werden wir vielleicht ein bisschen mehr analysieren wie sonst. Es ist ganz klar, Schwerpunkt liegt darauf, dass wir traden möchten, wenn es Sinn macht. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also der DAX, wir sehen ihn hier auf dem Tageschart. Ich gehe kurz aufs große Bild, damit wir uns orientieren können, was eigentlich Sache ist. Wir wissen, lange Zeit Aufwärtstrend. So, hier kommt ein Abwärtstrendsignal rein. Also wir sind hier im Abwärtstrend-Modus. Achtung, ich sehe darin nur eine Korrektur. Der ganz große Trend ist immer noch meines Erachtens intakt. Somit darf es einem nicht wundern, auch wenn ein Abwärtstrend jetzt hier vorliegt, der korrektiver Natur ist, dass die Kurse ab und zu auch hochschießen können. So was entdecken wir. Und hier, was die letzten, sage ich mal, Wochen sich hier anbahnt, könnte die Fortsetzung dieses Abwärtstrendes sein.
Somit darf es nochmal einem nicht arg aus den Socken hauen, wenn der Markt halt doch ab und zu die Short-Richtung einschlägt und gleichzeitig aber auch immer wieder Käufe nach oben drücken. Ich empfinde den DAX als extremst schwer zu handeln zurzeit. Ich weiß, die meisten lieben den DAX, ja, und verkämpfen sich darin auch und verbluten in diesem Markt. Nichts gegen den DAX, tolle Volatilität ist drin, man kann einen Haufen Geld machen, aber man muss sein Geschäft schon beherrschen bzw. wissen, was man denn macht, wo man sich befindet. Okay, auf dem Tageschart, wie sieht's aus? Sie sehen, hier war diese Geschichte, wo ich meinte, könnte untergeordneten Aufwärtstrend entstehen, der vielleicht ja diese V-Artigkeit, wie wir sie die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, bewerkstelligen könnte, dass es nicht passiert. Als hier dieser kleine Aufwärtstrend in den Markt kam, wurde der sofort nach unten abverkauft. Wir sehen auch hier untergeordnet ein Abwärtstrend intakt. Wir haben also übergeordnet einen Takten, untergeordnet haben wir einen Takten. Und das Ganze läuft jetzt hier in diesen Bereich hinein. Achtung, wo bei Unterschreitung dieses Tiefs, genau bei der 9300, der Abwärtstrend fortgeführt werden könnte. Also eine extrem interessante Stelle. Und alle, die jetzt short waren heute, wurden extrem böse wahrscheinlich auf dem falschen Fuß erwischt, wie man sehen kann. Ja. Die Kurse wurden punktgenau an dieser Stelle wieder nach oben gekauft. Für Anfänger oder für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ist das meistens ein Schockmoment. Man sagt dann, ja Moment, aber ich mache doch alles richtig und den Trend und so und das habe ich doch alles oder meine Indikatoren zeigen doch das alles an. Ja, wie kann dann jetzt das hier passieren? Also wir erkennen, denke ich, man kann es hier gut sehen, wir sind in einer Korrektur im Moment und hier beginnt der Markt unangenehm zu werden, tandelig zu werden, kann nach oben durchziehen. Oder könnt hier weiter nach unten wieder fallen in Form der Trendfortsetzung in Richtung dieses großen Tiefs. Naja, so schlecht sieht es ja nicht aus. Wenn wir jetzt näher rangehen, also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche auf dem 5-Minuten-Chart den Handelsstil zu präsentieren oder durchzuziehen, wie ich ihn auch privat hauptsächlich durchführe. Das heißt, ich bin ein kurzfristiger Trader, bin meistens mit einer Haltedauer unter 10 Minuten im Markt und versuche jetzt über die Herleitung, wie ich es Ihnen gezeigt habe, Signale zu finden. Auf dem 5-Minuten-Chart zum Beispiel, dass ich dann entsprechend in den Markt einsteigen kann mit einem sinnvollen Risiko. Und wenn ich das halt hier so anschaue, muss ich wirklich sagen, nun ja, hier kann echt alles passieren. Ja. Wir sind da mittendrin, hier könnte gleich wieder gekauft werden, es könnte aber auch genauso durchrutschen. Eine saubere Lage habe ich in diesem Moment definitiv nicht. Wenn ich also in einem solchen Markt trade, bin ich weit weg von einem A-Klasse-Setup. Zumindest jetzt auf der Trendgröße, wie ich sie gerade beobachte. Jens, ich gebe an der Stelle mal zu dir zurück, falls Fragen da sind, Wunschmärkte und dergleichen. Ja, für alle, die neu dabei sind, sage ich nochmal Bescheid. Wir machen die Webinare für Sie. Wenn Sie also Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wenn Sie Tipps von einem Daytrader, der lange dabei ist, haben möchten, bitte jetzt live im Webinar dabei sein, Ihre Frage, Ihr Anliegen formulieren oder Ihren Wunschmarkt und dann, wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen den Wunschmarkt oder Ihre Frage direkt live im Webinar beantwortet. Also fleißig mit der Tastatur kurz schreiben. Wir freuen uns, wenn viel Interaktion dabei ist. Den ersten Wunschmarkt wollen wir mal direkt das neue Instrument nehmen, das wäre der Bund CFD. Gerne mal zum ersten Mal Premiere, weil es seit heute live handelbar ist. Okay. Ja, genau. Wir analysieren den auch durch. Mal kurz aufs ganz große Bild. So, wir sehen, ne? Ich denke, die meisten erkennen es, Aufwärtstrend sehr, sehr lange. Klassisch auch, wie viele andere Märkte, die wir immer wieder anschauen. Und dann ist das so eine richtige Ausdehnung hier hoch. Was runterkommt, ist auch wiederum nur die Korrektur. Also es ist nur eine Korrektur, der Trend könnte sich fortsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe das völlig unabhängig von politischen Rahmenbedingungen oder der Interpretation oder Auswertung von Fundamentaldaten. Also ich weiß, viele Leute sind da sehr fix und sehr gebildet. Ich achte nur auf das, was der Markt eigentlich zustande bringt und hinlegt. Und damit fahre ich genauso gut, sage ich mal, wie wenn ich jetzt fundamental mich verausgabe. Für mich ist das ein intakter Aufwärtstrend auf dieser Trendgröße, der Anstalten macht, aus seiner Korrektur wieder in die Trendrichtung zu kommen. Dass der Trend nicht mehr jung ist, das brauche ich auch nicht zu sagen. Also nochmal, bitte nicht wundern, wenn manchmal dann so ein weitgelaufener Trend eben es doch nicht mehr schafft, ganz nach oben durchzuziehen. Auf der Woche das gleiche Bild. Hier sind wir an einer interessanten Stelle. Wir haben hier untergeordnet ein Aufwärtstrendline, was sich hier durchschieben könnte. Wie die Kurse es machen, gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Wir stehen also direkt im Hochbereich. Kann interessant sein, kurze Bewegungsschübe kann man da vielleicht abgreifen, aber wie sich das aufbaut, das gefällt mir schon mal nicht. Auf dem Tageschart hier sehen wir die richtige Verschachtelung des Trendes, das da, ja, gar nicht mal so schlecht, wirklich ein tolles Signal,
echt ein Top-Signal. Für Long gehen definitiv, so jetzt passiert das, ist Long und hier macht der Kurs eben Spiränzchen. Ich muss eins dazu sagen, der Bund selber ist jetzt nicht für Skype-Trading geeignet. Er läuft behäbig, es ist eher was für mittelfristige, langfristige Trader, meines Erachtens. Außer man hat jetzt bombastisch gute, sag ich mal, Bewegungszonen, die sauber ausgebildet sind, kann man auch versuchen, im kurzfristigen Bereich was zu machen. Aber nochmal, der Bund ist jetzt kein schneller Markt, ist eher ein langsamer Markt. Und Sie wissen, je kurzfristiger Ihr Trading ist, desto besser müssen Sie Bescheid wissen über die Charakteristika eines Marktes. Und da muss man schon darauf achten. Man kann also nicht erwarten, dass man jetzt in 5 Minuten 100 Punkte oder sowas aus dem Markt holt. Das auf keinen Fall. Okay, auf der Stunde. Wir erkennen immer noch ein, was sehen wir ein? Ja, großer ist definitiv ein Takt in der Korrektur, könnte kommen und hier wieder nach oben ziehen. Wäre eigentlich der Klassiker, dass man versucht, trendfolgend an der Stelle wiederum long zu gehen. Ich habe gesagt, so richtig berauschend ist es nicht, wie sich so darstellt, ja, aber eigentlich könnte man hier durchaus einen Trade machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte nicht nachtraden, nochmal, bitte nicht nachtraden, wenn ich jetzt hier einen Trade machen sollte. Ich schaue es nochmal genauer an, schaut euch das hier mal an. Da muss der erstmal rüber. Ja. Ich würde den Bund eher auf dem Stundenchart angehen, als auf dem 5-Minuten-Chart. Und ich sehe halt hier Folgendes. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es nicht so eine gute Ausdehnung, wie ich es gerne hätte. Und sage ich mal, vom Einstieg jetzt zum Risiko, ja, ist so eine Geschichte. Kleiner Moment nochmal, ich check das nochmal kurz in Ruhe ab. Ja. Also mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten, der zieht noch ein bisschen, kommt dann runter und dass er dann versuchen, nach oben zu gehen. Ich mache das mal, indem ich hier ein Sell Limit reinlege, für alle Fälle. Also ich lasse den Markt, wenn er jetzt hochzieht, lasse ich ihn einfach laufen. Ich würde eher versuchen, aus einer Korrektur zu kommen. Und weil ich immer wieder zwischen den Märkten hin und her springe, ja, mache ich das jetzt einfach so, weil ich oft genug, sage ich mal, abgelenkt bin und eben nicht den Trade so managen kann, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, dran klebe. Ja. Okay, Jens, ich gehe mal zu dir, falls Fragen da sind und dergleichen. Ja, Wunschmärkte sind ganz viele gekommen. Bevor wir zu den weiteren Wunschmärkten kommen, nochmal eine Frage zum DAX eines Teilnehmers. Sieht Herr Schmidt den DAX in den kommenden Wochen bei 8.000 oder gar 7.000 Punkten? Ja, also ehrlich gesagt ist mir das völlig egal, wo der DAX steht. Hauptsache ich schaffe es, wenn er sich dann bewegt, ein paar Punkte rauszuholen, damit ich meinen Check am Monat habe, um mein Leben zu finanzieren. Also ehrlich gesagt, wie immer, ich meine es nie böse, aber das interessiert mich null. Ja. Wo der DAX zu stehen hat, zu irgendwelchen Datum, weil ich bin auch der Meinung, oder darf ich mal dagegen fragen, was ist der Sinn der Frage? Was erwartet derjenige, wenn er jetzt eine Antwort darauf bekommt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich meine es im Augenzwinkern. Wenn derjenige noch da ist, soll er kurz reinschreiben, ob er, oder was er denn von der Antwort erwartet oder was er dann tun wird, ja, wenn er jetzt eine entsprechende Antwort bekommt. Short gehen, mittelfristig. Ja, also ganz ehrlich, er hat doch schon eine Meinung. Wenn er doch sagt, Short gehen, er soll es doch auch machen. Im Endeffekt hilft ihm es nicht, wenn ich sage, der DAX steht bei 7.338 in einer Woche um 14.15 Uhr und 6 Sekunden. Weil wenn ich das wüsste, meine sehr verehrten Damen und Herren, wäre ich nicht Trader, sondern Wahrsager. Und somit ist es mir im spekulativen, kurzfristigen Handel eh wurscht, wo der Markt hingeht. Ich möchte die Bewegung haben, wo ich mein Geld verdienen kann. Wenn ich ein mittelfristiger Trader bin, also ein Swing-Trader oder dergleichen, auch dann werde ich einen Teufel tun, mich festzulegen, wo denn der Markt irgendwo zu stehen hat. Wir haben die Frage oft und ich beantworte die auch immer wieder, ja, gebetsmühlenhaft. Wer sich verbeißt in diesem Geschäft, macht einen elementaren Fehler. Und nur, weil er vielleicht überall Aussagen und Prognosen bekommt, wo der Markt irgendwo zu stehen hat, der vergisst halt, dass er im Endeffekt für seinen Kontostand selber verantwortlich ist, egal was andere sagen. Und deswegen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo der Markt stehen wird. Wir schauen, dass wir heute in der einen Stunde oder ich im privaten Trading mein Geld daraus ziehen kann, ob der Long ist oder Short ist, ist mir völlig egal. Ja. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann kommen wir zum Wunschmarkt, dem Cable, GBP US-Dollar. Auch eine Frage dazu von einem Teilnehmer. Ich hätte eine Frage zum Cable und zwar, das wurde ja jetzt ordentlich verprügelt die letzten Tage. Ja. Jetzt sehe ich aber im Daily einige Widerstände von April und Mai. Könnte man so gesehen einfach mal eine kleine Long-Position eröffnen oder zu viel Short-Druck dahinter? Was ist deine Meinung? Ja, also ich war im Cable halt unterwegs, ich habe zwei Verlusttrades gemacht, der Markt hat mich extrem angenervt, dann habe ich es geschafft, hier von da oben noch mit nach unten reinzukommen, ja, also ich bin hier definitiv der Meinung, es ist, wenn man hier tradet, jetzt wirklich C-Klasse, also sauber ist hier gar nichts,
Man kann zwar sagen, schau mal, ich habe einen Abwärtstrend hier drin, der große ist eh schon zerlegt worden. Sag ich mal, aber die Bewegung an sich ist sehr ausgedehnt. Wenn man jetzt long gehen möchte, ich sag mal so, das kann man gerne machen, allerdings ist halt die Frage, wie ist Ihr Risiko in dem Moment? Wenn das Ding hier durchrutscht, kann es durchaus weiterhin Bewegung geben. Ja, man achtet hier auf diesen Bereich, so in der Zone sind wir halt gerade. Und man sieht ja auch, wenn man den Markt etwas genauer anschaut, per Moment, dass sehr wohl Leute kaufen. Ja, schaut mal hier, schaut mal da, hochgekauft, abverkauft, hochgekauft, abverkauft, hochgekauft, abverkauft. So, aber dennoch, ich traue der Geschichte nicht, es ist auch kein richtiges Momentum drin, zumindest als ich getradet habe, war es das nicht. Wenn Sie long gehen wollen, ein Tipp von mir, ich weiß es nicht, wie lange Sie halten möchten oder Haltedauer, wie Ihr Risiko ist und dergleichen, im Moment zumindest, so, ja, haben wir definitiv einen Abwärtstrend. Definitiv. Also wenn ich reinkaufe, kann ich zwar versuchen, das Tief zu erwischen, wenn der wirklich zieht, jawohl, super, aber die übergeordnete Lage ist meines Erachtens dafür, ja, nicht so gestaltet, als dass man jetzt das machen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal, ich weiß nie, wie Sie traden. Wenn Sie jetzt, was weiß ich, sagen, ich habe wahnsinnig viel Geld in der Tasche, mir völlig wurscht, ich haue die Order in den Markt long und wenn der 3-6 Wochen gegen mich läuft, dann wird er wieder hochkommen. Ja, wenn Sie viel, viel Geld haben, können Sie so arbeiten, aber ich sehe im Moment von der Signallage her und auch von der Großwetterlage her für einen Long-Einstieg wenig Anzeichen. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann kommen wir zum nächsten Wunschmarkt, das wäre Gold, bitte. Okay. Ganz kurz noch hier zum Cable. Ja, man sieht, die Korrekturphasen brechen immer den kleinsten Trend hier. So, dann kommt er wieder, hat wieder extreme Korrekturphasen in Klassen hinein, aber jedes Mal findet er keine Kraft. Immer wieder läuft in die Dinger rein und wird nach oben gedroschen. Und das ist eben ganz typisch, Achtung, wird auch ein Thema im Seminar von mir sein, Ende Oktober in Lohr am Main. Das ist ganz typisch, wenn wir im Innenstabhandel sind. Da, schaut mal. Ganze Zeit, ja. So, wo treten die auf? Wann treten sie auf? Wie kann man damit umgehen? Und vor allem, wann lässt man die Finger raus und wann nutzt man sie? Gut, ich gehe mal rüber zum Gold. So, Gold, ja, auch wieder viel im Internet zu lesen. Wir wissen, oder was, kann man so aufs ganz große Bild, ich denke, hier sehen wir es echt deutlich, Abwärtstrend, brauchen wir nicht rumdiskutieren. Völlig egal auch, ob die Goldminenaktien jetzt ausverkauft sind oder die Chinesen den Markt leer kaufen. Jeden Tag liest man da zig Nachrichten im Internet, das interessiert echt niemand. Wir haben einen Abwärtstrend und zwar volle Kanone intakt, der im Moment in einer Korrektur ist. Der Markt wird auch immer dünner ein bisschen, das kann man sehen. So, Korrektur läuft zurück und könnte hier wieder weitermachen. Wenn wir unter dieses Monatstief kämen, können wir bestimmt noch einmal, zumindest kurzfristig, mit Bewegung rechnen. Auf der Woche, wir erkennen das, ja, der Markt, ja, so richtig astrein läuft er nicht. Also wenn man jetzt schöne Trendausbildungen haben möchte, ist das definitiv jetzt nicht schön. Ja, aber es ist ein Abwärtstrend trotz allem. Hier die Korrektur, kräftig runtergeprügelt. Ja, alle Leute haben ja oben geschrien, long gehen. So, jetzt kann man wieder runter. Trend scheint intakt. Jetzt kommt er wieder hoch. Ach, vielleicht doch long. Vielleicht könnte ja ein Aufwärtstrend stehen. So, jetzt geht er wieder runter. Hier ist eine Verschachtelung am Gehen, die sich entsprechend auflösen wird. Ja, entweder trendfolgend müsste man eigentlich short reingehen. Wäre die ideale Stelle. Vorsicht, ist ein Wochenchart, nicht was Kurzfristiges, sondern weil der Trend könnte sich fortsetzen. Wenn es schief geht, hat man seinen Stop hier oder hier. Ja. Mir ist das viel zu weit. Also vom Risiko her kommt ja immer drauf, mit welcher Positionsgröße man das macht. Ja. Aber hier nochmal, verschachtelt sich etwas, was den Trend fortsetzen kann oder ihn zumindest untergeordnet mal kurz brechen. Ja. Das war, was aber nicht bedeutet, dass der dann $3.000 nach oben steigt oder sowas. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Gehacke. Ja? Und es ist schwierig, sich da drin zurechtzufinden. Zumindest meiner Meinung nach. Auch im Daily, hier sehen wir, glaube ich, die ganze Problematik. Ja, hast hier einen Aufwärtstrend, der war mal korrektiv. Kommt wieder ein Abwärtstrend. So, der wird abgelöst durch einen Aufwärtstrend. So, der geht wieder tief in die Korrektur. Ja, was jetzt? Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe, das wird zwar hier schön, ein Aufwärtstrend, aber die Lage darüber spricht dagegen und somit, nicht, mache ich nicht rum. Brauche ich nicht mal auf den 5-Minuten-Chart gucken, ganz ehrlich, ich mache das davon abhängig, wie denn die Großwetterlage ist. Und wenn die gut ist, dann suche ich nach Signalen. Ist die Großwetterlage nicht okay? Ehrlich gesagt, dann schaue ich lieber weiter und werde nur zur Not in so einem Markt unterwegs sein. Jens, zurück zu dir.
Ja, schalten wir mal ganz kurz auf meinen Monitor, weil ich hätte es fast vergessen. Wir wollten ja noch auf das Gewinnspiel hinweisen. Ich hoffe, Sie bekommen alle unseren Newsletter. Das ging, glaube ich, am Freitag raus, wenn ich, oder am Donnerstag schon. Da haben wir Sie über informiert, dass ja der Jochen Schmidt bald ein Intensivseminar macht, ein Seminar im Trader Hotel, also kein Online-Seminar, sondern von Angesicht zu Angesicht in kleiner, exklusiver Gruppe. Kostet auch ein bisschen Geld, ist aber jedem Euro auf jeden Fall wert. Sehen Sie alles. Und ich habe Sie gerade hier in diesem Chatbereich auch den Link geschickt, falls Sie den Newsletter nicht bekommen hätten. Und dachte mir, Markets würde zwei der begehrten Plätze verlosen. Wenn Sie also Lust haben, Jochen 4 Tage intensivst im Trader Hotel in Dora am Main kennenzulernen, dann machen Sie gerne mit. Vielleicht haben Sie ein bisschen Losglück. Losglück, Sie müssen uns eine E-Mail schicken und eine kleine Frage beantworten. Wann findet eines der beliebtesten Webinare Deutschlands zu Forex und CFD statt? Lesen Sie alles dort über den Link, den ich Ihnen im Chat live im Webinar geschickt habe. Die E-Mail müsste bis heute 23:59 Uhr eingehen und dann würden wir morgen verlosen und zwei glückliche Gewinner dann benachrichtigen. Und falls Sie leider nicht zu den Gewinnern gehören, finden Sie dann hier über den Anmeldelink auch noch weitere Informationen und können überlegen, ob Sie für dieses Entgelt mitmachen oder nicht. Und wenn da weitere Fragen kommen, gerne jetzt per Chat oder im Fragenbereich hier schreiben. Ansonsten Chat habe ich Ihnen den Link geschickt, da ist alles zu finden. Das wollte ich noch kurz sagen. Und dann gebe ich wieder zurück zu deinem Bildschirm und wir gehen bitte zum nächsten Wunschmarkt. Das ist Euro-US-Dollar. Ja, gern. Vielen Dank, Jens, für den Hinweis. Jawohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich drauf, mal 4 Tage am Stück das ganze Paket liefern zu können. Ganz ehrlich, Seminar hin oder her, sondern ich habe jetzt so viele Vorträge auf Messen und kleine Coachings und so. Und es wäre einfach mal toll, wenn man die Grundlagen am Stück rein, sich reinzieht und die versteht. Und dann kann man auch richtig gut aufbauen, sage ich mal, was das Trading angeht. Gewinne sind deswegen nicht garantiert, aber ein Verständnis, wie man die eigene Handelslogik ausbauen und aufbauen kann. Ja, Euro, US-Dollar. Ne? Wenn man ihn hier jetzt einfach mal so angucken auf dem Daily, auch da wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, oh, also ja, wir sehen, ne? Wir haben verschiedene Trendgrößen hier am Laufen. Man kann es so sehen. Dann ist das noch eine Korrektur, die hat einen Abwärtstrend gemacht. Hier kam noch mein Aufwärtstrend rein, den konnte ich gut mitnehmen. Ich ging davon aus, dass wir vielleicht ein Hochlaufen hier nach ganz oben bekommen. So stattdessen, der Trend wird gebrochen, der Untergeordnete. Hier schlägt sich der Markt gegenseitig tot. Du kannst jede Richtung nehmen. Nichts wird von Halt sein, nichts wird von Dauer sein. Jeder Trade wird zersägt, zumindest ab Stunde aufwärts. So mein Feeling. Wenn man also hier tradet, kann man nur eines machen. Im kurzfristigen Bereich mit angelegten Ohren genau darauf achten, wo sind Bewegungsschübe und wo bauen sich wirklich astreine Signale auf. So. Und hier erkennen wir auch schon die Problematik. Wir haben einen Aufwärtstrend, der tief in die Korrektur geht, jetzt ziehen könnte. Gleichzeitig haben wir übergeordnet aber auch, sage ich mal, ein Abverkaufsszenario, was zumindest zum Vortagestief gehen könnte. Wir sind genau in der Mitte und wenn du jetzt hier anfängst zu traden, dann bist du der Mops. Deswegen nein, wir warten hier auf ein gescheites Signal, dass ich entweder die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends sehe oder halbwegs einen Abwärtstrend in Ausbildung erlebe, der auch für mich gut sichtbar ist. Also auch wenn der Markt genau in der Mitte. An der Stelle ein kleiner Hinweis, ich gehe mal kurz eigenmächtig rüber zum US-Dollar-Japanische Yen. So Freunde, wenn ihr da drin seid, viel Spaß. Ich sage das deshalb, auch die Langfrist-Trader, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben das Problem mit Seitenphasen, haben das Problem, wann nehme ich meinen Gewinn, wann gebe ich ihn wieder ab, haben das Problem, ständig fliegst du raus, obwohl du vielleicht richtig liegst. Also nochmal, ne? Das Trading selber mag zwar durch den Handelsstil im Sinne von Haltedauer geprägt sein und ausgefeilt sein, macht jeder auf seine Art und Weise, aber die Problematiken im Markt treffen beide Trader. Deswegen ganz kurz hier die Beantwortung einer Frage. Mein Hauptgeschäft ist das Scalp-Trading oder das kurzfristige Trading. Ich muss sagen, in diesem Jahr ist die meiste Zeit scalpe ich überhaupt nicht. Ja, also meine Haltedauer ist deutlich teilweise über 10 Minuten. Und selbstverständlich, wenn das Setup sehr, sehr schön ist, wenn ich eine gute Großwetterlage habe, mache ich auch Swing Trades, die dann 1 oder 3 oder 4 Tage gehen. Ja, damit verdiene ich ja mein Geld. Von der Gewichtung her war derjenige fragt. Also ich sage mal so, pro Trade verdiene ich im Langfristhandel mehr, viel mehr. Wenn es jetzt darum geht, ja, wenn man die Punkte aus dem Markt zieht. Das Scalp Trading aber selber ist einfach, ich weiß nicht warum, passt einfach zu meinem Charakter besser. Deswegen bin ich da hauptsächlich dabei und habe da, ja,
ausgewogene Trefferquote und bin Anfang des Jahres sehr, sehr gut vorangekommen. Ja. Das heißt, ich hatte eigentlich im März mein Jahresrenditeziel schon drinne. Ja. Von dem her gesehen lässt sich dann auch entspannter angehen, wenn man mal Zeiten hat, wo es nicht so bombig läuft. Und ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich viel Null auf Null. Ja, ist einfach so. Okay, Jens, ich gebe zurück zu dir und check auch weiterhin die Märkte durch. Um 15.30 Uhr, kurz davor, wenn wir zum DAU kommen. Bis dahin schauen wir vielleicht ein oder zwei allgemeine Fragen. Eine allgemeine Frage eines Teilnehmers. An welchen Tagen handelst du am liebsten? Gibt es da Tage, wo du gerne handelst, weniger gerne handelst, etc., etc.? Ja, also es ist so, man versucht ja auch immer wieder bestimmte Zeiten oder Tage sich aufzuschreiben, wo es sich jetzt nicht lohnt oder wo es sich besonders lohnt. Und ich muss sagen, ich kann es eigentlich echt nicht sagen. Ja. In der Regel arbeite ich montags weniger, aber gestern zum Beispiel war ein Bombentag. Die Märkte haben sich gut bewegt gestern. Ja. Somit, also so eine richtige Festlegung habe ich nicht. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht mache, wenn ich weiß, es ist großer Verfallstag, es ist ein Freitag und davor sind Monsterbewegungen im Markt gewesen oder so, dann spare ich mir das Trading wirklich. Ansonsten gucke ich wirklich, wie ist der Markt aufgebaut oder die Märkte, die mich interessieren und versuche da eben meine Chancen zu finden. Worauf ich allerdings achte, sind Uhrzeiten, also bei denen ich im Markt unterwegs bin oder wo ich in der Regel echt versuche, auch wegzubleiben. Hier sind wir im Dow, das gleiche Spiel. Ja. Im DAX sind wir ja schon unten am Tief, im Dow haben wir hier wirklich einen extrem unangenehmen Markt. Also wirklich, fast empfiehlt sich eher Einzelaktien in diesem Moment sich rauszusuchen, als im Dow, sage ich mal, zu kämpfen. Ist auch so eine Geschichte, wenn man Aktien jetzt mag, ja, kann man da fast besser punkten, weil die viel schönere Trends ausbilden. Also wenn man so ein paar Teile anguckt. So, was erkennen wir? Ja, das hier, dieser Aufwärtstrend, der meines Erachtens, ja, eh nur korrektiver Natur war, hat nicht gehalten, wird nach unten durchgeprügelt, das letzte Tief wird kurz unterschritten, die Kurse ziehen wieder hoch. Ich habe also auf dieser Trendgröße einen Abwärtstrend sowieso im Markt, der wieder in seinen Bewegungsschub geht und an einer Bewegungsstelle ist. Gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite, wir haben hier kräftige Schwankungen drin, Sägezahntrading, ja, das kann dich auch wirklich nerven und kaputt machen, wenn du nicht aufpasst. Und somit sind wir an einer Stelle, wo viele Leute gerne kaufen, weil die sagen, wunderbar, hier kann es wieder long gehen, ich wage es. Und natürlich die Leute, die sagen, komm, Short, Abwärtstrend muss weitergehen. Und genauso sieht der Markt auch aus. Ja, genauso sieht er aus. Also auch wieder ein Bereich, wo es nicht unbedingt einfach ist. Und wenn das jetzt vielleicht stört, weil ich sage, oh, es ist hier schwer und so, bitte nicht vergessen, ich habe schon längst aufgegeben zu kämpfen. Ich weiß, die meisten Anfänger kämpfen unheimlich gerne im Markt. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich möchte ein einfaches Geschäft machen. Ein einfaches. Und dafür brauche ich einen schön gestalteten Markt. Da machst du mehr Geld, wie sonst hast du weniger Frust. Also was sehen wir denn? Lange Bewegung, Korrektur, das Ding könnte nochmal kommen. Ja. Tja. Habe ich einen Abwärtstrend hier? Habe ich schon einen? Ja, das da. Bin direkt in der Tiefzone. Long oder Short? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, Moment. Ich muss mal schauen. Also wenn ich jetzt hier Short einsteige, habe ich einfach das Problem, dass ich vielleicht eine Korrektur abbekomme. Ja? So. Gehe ich long in den Markt, kann es sein, der rutscht einfach runter. So, wiederum, wir sind exakt in einer mittigen Situation und die letzten Male im Dow habe ich immer eins zwischen die Hörner bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten eine Zeit, da liefen die Eröffnungstrades hervorragend. Ich mache das wirklich davon abhängig, dass die übergeordnete Lage einfach schöner war wie zurzeit. Und das letzte Mal hatten wir einen Trade, der sehr gut anlief und ich nicht mal dazu kam, meine Gewinne halbwegs zu sichern und schon war er wieder in die Gegenrichtung. Hier würde ich abwarten und nicht direkt zur Eröffnung hineinspringen. Aber wir können gern bei dem Markt bleiben, gar kein Problem, und ein bisschen zuschauen, wie die Eröffnung denn laufen wird. Dazu gehe ich mal runter auf den Minutenchart, schauen wir uns die Sache mal genauer an. So. Jens, ich möchte mal kurz hier bleiben. Und einfach mal zuschauen. Ja, Eröffnung wird auch erst in wenigen Sekunden losgehen. Entweder warten wir stumm, schweigend, oder wir werden weitere allgemeine Fragen beantworten. Totale Stille. Eine allgemeine Frage noch an dich. Ist ein Trendbruch für Jochen beziehungsweise in der Markttechnik bereits mit einem Überschießen, einem Spike gebrochen, oder muss dazu die entsprechende Kerze mit einem Schlusskurs darüber oder darunter sein? Alte Diskussion. Es gibt keine Antwort, also keine wissenschaftlich definierte Antwort dafür. Es hat mit dem Verständnis des Trendaufbaus an sich zu tun, wie man das entsprechend einordnet.
Und das ist halt der Punkt, das jetzt genau zu erklären, fehlt mir die Zeit. Ich verweise aufs Seminar, ich möchte aber dir noch eine Antwort geben. Also für mich ist halt ein Punkt klar, es muss im Gesamtzusammenhang zu sehen sein. Also das hier zum Beispiel, ja, das ist gebrochen, meines Erachtens. Ja, definitiv gebrochen. Also das heißt jetzt nicht, dass der Kurs nicht hochziehen kann, ja, aber es stimmt etwas nicht hier, weil, sag ich mal, ein wichtiger Bereich im Markt nach unten durchstoßen wurde. Im DAX kann man das regelmäßig sehen. Ja. Da werden eben die Kleinen aus dem Markt geschmissen, danach zieht der Markt wieder hoch. Aber dennoch ein Trendbruch, astrein ausgebildet, ja, wie der genau auszusehen hat, da müsste man verschiedene Beispiele bringen, damit man auch einordnen kann, wann ist denn jetzt die Lunte weniger aussagefähig wie der Schlusskurs und solche Geschichten. Ne? Okay, also wir erkennen ganz kurz zurück jetzt hier in den Markt genau das, was ich meinte. Ja, also wenn du short gehst, kriegst du halt eventuell den Gegenlauf. So. Gehst du long, hast das Problem, dass die Sache eigentlich abwärts ist. So, das habe ich mir schon mal sparen können jetzt hier. Also den Trade, so wie ich meinte. Ne? Wenn du genau in der Mitte liegst, da hast du halt oft das Zeug. Und von dem her gesehen ist es gar nicht mal schlecht, mir weiter zu gucken. Auch jetzt will ich nicht short gehen. Noch nicht. Noch nicht. Kleinen Moment. Ich muss mich nochmal kurz orientieren hier. Ah. Nee. Auch wenn der jetzt durchrutscht und das den einen oder anderen ganz fürchterlich verwirrt, frei nach dem Motto, ja Mensch, aber da laufen doch die Punkte vor dir weg. Ich sag's nochmal, ich habe zwar hier ein Abwärtstrendline, das kann man sehen, ja. Aber ich traue der Geschichte nicht, mag es mir aus Bauchgefühl sein oder wie auch immer, ich glaube nicht, dass ich hier im Moment irgendeinen Trade machen sollte. Ich kann mir vorstellen, er sägt halt weiter hier, ja, bis wir etwas Genaueres sehen oder bis wir erkennen, wie der Markt dann doch eine Richtung findet. Im Moment ist das alles hier im Aufbau und sehr wackelig. Und deswegen, merken Sie was, Sie können hier machen, was Sie wollen. Sind Sie long? Fliegst du raus. Bist du short? Fliegst du raus. So. Jetzt druckt er nach unten und kriegt ständig Gegenfeuer und ist sehr, sehr ruckartig. Schaut euch das an. So. Also du hast eigentlich gar keine Chance. Du musst vom Hoch oder vom Tief kommen in den Markt. Wenn du mittendrin reinspringst, also Punkt 2 Durchbrüche, das kann fürchterlich ins Auge gehen. Ja. Deswegen zögere ich gerade hier so und lasse den Markt auch von mir aus weiterlaufen. Übrigens auch an der Stelle ein Gruß an den Fragesteller von vorhin. Ja, ist das Gleiche. Wo wird der Markt stehen jetzt in 10 Minuten? Wie will ich darauf reagieren oder antworten? Oder wie will ich darauf mein Trading ausrichten? Oder, oh Gott, der Markt läuft mir weg. Das sind zwar Dinge, die uns mental belasten. Ja klar, Logo. Aber auf der anderen Seite, hast du ein Signal, ja oder nein, bist du zu spät gekommen, ist es halt so. Deswegen ist man ja Trader. Man muss ja nicht nur einen Trade jetzt machen und an dem kleben und ewig weinen, dass man sie nicht mitgenommen hat, sondern man sucht eben dann weiter. Und wenn man halt nebenbei noch erklärt und zwischen den Märkten hin und her geht, wie ich es machen muss, ist das extrem schwer und anstrengend. Also ich bitte Sie um Nachsicht, wenn der eine oder andere Trade mir entgeht, ich aber meiner Regel, sage ich mal, Treue mehr Aufmerksamkeit zubillige, wie eben ein paar Punkte, die ich auch aus dem Markt holen kann, wenn ich einen schöner gestalteten Markt habe. Gut, also nochmal, hier definitiv nicht mehr Short, auf keinen Fall. Aber wenn das Ding jetzt 300 Punkte runterrutscht, ist mir völlig wurscht. Ja, da gehe ich nicht Short. Das sind die klassischen Loser-Trades, die von 10 Stück geht, einer mal gut, dass es weitergeht, aber von 9 kriegst du eine harte Korrektur ab in der Regel. Ja, so. Gut, Jens, ich gebe zu dir. Eine allgemeine Frage. Man liest öfter mal, man sollte nicht die Eröffnung traden. Wie sieht es bei dir aus, Jochen? Tradest du auch die ersten 30 Minuten nach Eröffnung oder wartest du ab? Ja, also es ist so, auch wiederum, wie ist der Markt gestaltet? Ganz wichtig, ich gehe auch zum Beispiel die News an. Ich handle ja auch die News. Wo eigentlich, da kannst du richtig zugucken im Orderbuch, wie die Leute rausgehen, sobald es zur Nachricht kommt. Ich handle das sehr gerne, allerdings auch nicht immer jetzt, dass ich wie ein Wilder in den Markt hineindresche. Es kommt auch immer wieder darauf an, wie ist er gestaltet, wo bin ich, in der Korrektur, in der Bewegung, wie laufen die Trendgrößen ineinander. Deswegen, so manche Eröffnung kann man gut traden, frei nach dem Motto, kommt kurz Bewegung rein, und das wollen wir ja, nicht die Richtung, sondern die Bewegung ist es, die ich will. Und dann natürlich die Frage, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Wenn ich oft genug Märkte sehe, und das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft auch zum Webinar, wo ich echt sage, boah, ich weiß nicht, also so richtig toll finde ich weder die eine oder andere Alternative, dann mag das enttäuschend sein für diejenigen, die Action haben wollen, aber ich glaube, es ist ganz typisch für einen Trader, der einfach mit geübtem Auge durch den Markt geht und genau weiß, wo er die Finger rauslässt. Und das ist genau zum Beispiel hier der Punkt, sehen Sie das? So, jetzt kommt hier die Korrektur, ich habe gerade eben noch gesagt, hier gehe ich nicht short.
Auf keinen Fall. Genau deshalb. So, jetzt kommt die Korrektur hier hoch. Wenn überhaupt ein Short Trade, dann jetzt nur gegen den spricht die übergeordnete weit gelaufene Lage. Ich versuche jetzt den Trend hier zu folgen und eröffne Short in den Markt. Ja? So. Wir sind direkt hier an der Tageseröffnungslinie. Wenn der Markt nicht gleich Kraft bekommt, um nach unten durchzudrücken, mache ich den Trade sofort zu. Weil dann kann es dir passieren, das Ding rutscht einfach durch die TEL, ja, und macht dann das Sperenzchen wieder. Also nochmal hier. Jetzt habe ich eine gute Stelle, wenn ich dem Trend hier folge, dass ich aus der Korrektur vielleicht nochmal zum Tief komme. Wenn ich hier unten einsteige, bin ich absoluter Mops. Wer so tradet, der ruiniert sich auf Dauer. So, schauen wir mal, was aus dem Trade wird. Ich sortiere noch ganz kurz meine Linien im Markt unterbringen, damit wir immer schön wissen, wo wir sind. Ja, okay. Also, ne, die Magentafarbe ist das Vortagestief. Der Geschichte traue ich auch nicht so richtig hier. So, die schwarze ist die Tageseröffnungslinie. So, seht ihr das? Jetzt haben wir nämlich das Problem, ich habe es gerade noch darauf hingewiesen, weit gelaufene Bewegung. Unten gehe ich definitiv nicht rein. So, wenn versuche ich aus der Korrektur des kleinen Trendes. Und jetzt kann es aber passieren, dass der nach oben durchgedrückt wird. Warum? Weil übergeordnet weit gelaufen ist. Das heißt, Zusammenspiel der Zeitanhalten, Zusammenspiel des Trendaufbaus. Wer kommt wann in den Markt? Wie? Das ist zum Beispiel das, was im Seminar erklärt wird. Ich kann hier immer nur die, wie will ich sagen, die Anwendung zeigen. Aber es fehlt einfach dieser ruhige Moment zu sagen, schaut mal hier, schaut mal da. Ja? So. Was machen wir jetzt hier? Lassen wir den Trade oder machen wir ihn zu? Ehrlich gesagt, wenn er jetzt nicht sofort zieht, mache ich ihn zu. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe oft Schwierigkeiten im langsamen Markt. Ja. Ich kann nicht so schnell die Technik fahren mit Teilverlustbegrenzung und dergleichen durch diese Schwankungen. Ja. Wenn du zu nah liegst mit dem Stopp, fliegst du sofort raus, unnötigerweise in dem Moment. Bist du zu weit weg, kassierst du Vollverlust. Deswegen achte ich sehr darauf, möglichst Marktphasen zu erwischen, auch wenn ich mehrere Tage gar nichts trade, wo schöne Bewegungen anstehen können und wo der Markt gut gestaltet ist, weil dann hast du die schnellen Läufe und das baut sich hier sehr zäh auf. Also, was nicht passieren darf, er darf nicht hier rüber, auf keinen Fall. Dann würde ich den Trade manuell schließen. So, schauen wir mal, ob er jetzt hier den Druck bekommt, den ich gern sehen möchte. Der eine oder andere sagt bestimmt, ja gut, ich kann doch schon sichern oder ich könnte doch hier schon auf Einstand ziehen. Ja, kann man versuchen, aber da liegst du halt extrem nah. So wie der Markt gerade schwankt. Ja, will der jetzt oder will er nicht? So, gut. Außerdem, ich habe hier mit rein eröffnet. Man kann ja immer wieder hergehen. Und wenn es jetzt gar nicht gefällt, dass man sagt, weißt du was, ich pfeife drauf. Einer ist raus. Wenn der es nicht gleich zieht, mache ich den zweiten noch raus. Dann habe ich zwar jetzt nicht einen super-duper Gewinn, aber ich habe zumindest Teilgewinne. Und hier gehe ich aus dem Risiko. Ja, genau. So. Ja, jetzt haben wir ein paar Kröten haben wir verdient. Ist wirklich jetzt nicht die Welt, ja, und schon sind wir raus. Aber ich sag mal so, für das, wo wir hier rein sind, war es gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ich 10 Euro oder was oder 20 zu verdienen, komm, was soll's. Schaut euch das an, das ist nicht der Markt, wo du gut scalpen kannst, meines Erachtens. Ja. Du musst den Stopp relativ regelkonform und lang an einer bestimmten Stelle haben und das gefällt mir nicht. Dann müsste ich die Positionsgröße echt dann verkleinern und dann schön regelkonform auf 10 Minuten oder sowas mitmachen. Okay, gut, ich hoffe, die Erläuterungen waren halbwegs in Ordnung, warum man jetzt da was, wie, wo nicht macht und wie man es dann machen kann. Ich gebe zurück zu dir, Jens. Hallo Jochen, schreibt ein Teilnehmer. Auf mich wirken die Märkte, als würden alle auf ein Signal warten. Zins, Non-Farm Payrolls, politisch. Empfindest du das auch so? Mhm. Ja, also ich stelle das auch immer wieder fest, in diesem Jahr ganz besonders, und übrigens 2012 war das ähnlich in meinem Trading, dass man zwar tolle Bewegungen, immer wieder, also wenn man so am Ende des Tages in den Markt schaut, sagt man sich, Wahnsinn, wie viele 100 Punkte, oh, warum war ich nicht dabei? Bist du aber näher am Markt dran, ist das so eine, ja, oft genug wie mit einer Handbremse, wie mit angezogener Handbremse bewegt sich der Markt. Und ich habe auch festgestellt, manchmal nicht immer, aber manchmal ist es ein Zeichen, dass zwar Bewegungen stattfinden, aber dass, wie will ich sagen, so richtig die Vola oder das Volumen nicht so richtig da ist. Und das bedeutet, einige warten. Das kann gut sein. Ja, kann gut sein. Dennoch, ich meine, ich sage so, viele Leute kommen da durcheinander mit dem, was ich sage, weil die sagen sich, ja, Moment mal, wenn du doch vom Trading lebst, ja, dann musst du doch jeden Tag traden, egal wie der Markt ist. Das heißt, du musst dich auf jede Marktsituation, musst du Großmeister sein. Und das dachte ich früher auch und ich sage Ihnen ganz offen, nee, es ist ein Denkfehler. Auch wenn man vom Trading lebt, braucht man, sage ich mal, sich nicht im übelsten Markt verkämpfen,
sondern es ist ja nicht damit getan, dass du viel arbeitest im Trading, damit du erfolgreich bist, sondern es ist die Frage, in welcher Qualität du arbeitest. Und deswegen, wenn man jetzt ein Seminar oder ein Webinar hat, eine Stunde am Dienstagnachmittag, versucht man natürlich Trades zu machen, um die zu erklären, aber oft genug trade ich tagelang auch gar nichts. Weil habe ich dann den Markt, dass er eben nicht mehr wartet, sondern richtig flutscht, jetzt kann ich mein Geschäft oder mein Geld machen, ohne mich ständig zu stressen mit extremen Schwankungen und unnötigen Ausstoppern. Ja. Das möchte ich immer wieder betonen für alle, die beruflich sich da vielleicht mal entwickeln wollen, dass sie sagen, ich möchte Daytrader werden und davon leben. Hat also nichts damit zu tun, dass du von morgens um 8 bis abends um 20 Uhr ein Trade nach dem anderen in den Markt jagst. Das ist eher sehr langweilig und hat mit Warten zu tun. Okay, ich gebe zu dir zurück, Jens. Der nächste Wunschmarkt wäre der S&P 500 und ein Teilnehmer fragt dazu, im 4-Stunden-Chart ein Dreieck vom 21.08. bis 21.09. Klar, Moment. Ich lade den. Achtung, Achtung. So. S&P. Ich wiederhole nochmal, im 4-Stunden-Chart ein Dreieck vom 21.08. bis 21.09. 4-Stunden-Chart. So, da sind wir. Achtung, Achtung. Ja. Ja. Meint er das? Das Teil hier? Steigendes Dreieck? Sieht er das auch? Wenn er kurz Ja oder Nein sagt, dann wissen wir das. Ja, alles klar. Okay. Gruß, ja. ja, absolut, ja. Steigendes Dreieck. Sehr, sehr schöne Fortsetzungskonstellation in der Regel. Allerdings nicht im Uralt-Trend, der Monate in der Seite ist und dann nach unten alles durchschlägt, was im Wege lag und jetzt ein schönes Aufwärtstrendsignal aus. Das ist genau der klassische Fehler, wenn du jetzt beginnst, long zu gehen. Ja. Haben wir diejenigen, die aufmerksam die letzten Webinare mitverfolgt haben, haben festgestellt, dass sich im Dow ja jedes Mal bei den schönsten Aufwärtstrendsignalen gefoppt wurde. Wohl wissentlich, ich habe es angekündigt, ja. Aber dass der eben, wenn schon gute Fortsetzungssignale da sind, muss es immer trendkonform laufen. Dafür muss man den Trend gut kennen, beherrschen und auch wissen, wo man sich befindet. Ich gehe nochmal zurück zum Dow. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe hier nur einen Bildschirm, deswegen springe ich hin und her. Ja. So, und jetzt natürlich kommt was Interessantes. Jetzt kann jeder sagen, ja, aber schau doch mal, hast du vorhin doch selber gesagt, Schmidt, hier, Abwärtstrend, Ende der Korrektur, guck mal, jetzt kommt die Bewegung rein. Warum hast du das nicht gehandelt? Das sieht doch ein Blinder. Und ich sage, jetzt sieht das ein Blinder. Vorhin haben wir das so nicht gesehen. Und da möchte ich Ihnen einfach eine Stütze mal geben, dieses hinterher den Markt angucken und sich selbst Vorwürfe machen und sich reich rechnen, aber wenn ich da rein wäre und jetzt da unten, das ist völliger Blödsinn. Ja? Die Entscheidung, die Sie treffen, treffen Sie, wenn der Markt so aussieht, und zwar ohne die rote Kerze. Und da würde ich sagen, ich habe nur eine Chance. Ja? Ich habe den, was weiß ich, den dreifach weiten Stop wie sonst, das will ich nicht. Und es sieht nicht unbedingt so sicher aus, dass es wirklich jetzt nach unten durchgeprügelt wird. Und somit verzichte ich eben auf den Trade oder mache ihn, sage ich mal, relativ verhalten und gehe dann raus, wie ich es vorhin gezeigt habe. Trader-Schicksal im kurzfristigen Bereich sowieso. Deswegen der Wiedereinstieg ist ja auch eine Option, die man gerne vergisst. Und wenn der Markt jetzt weiter hier rutscht, ja, das ist egal. Habe ich ein Signal, ja oder nein? Nein, ich habe keins. Bingo, fertig, aus. Also nächster Markt oder dich ärgern und dann Terror-Trades machen, weil du dich rächen willst oder weil du enttäuscht bist oder sonst was. Ja. Ich sage es mit Augenzwinkern, die meisten werden wohl wissen, was ich meine, die sich im kurzfristigen Bereich tummeln oder sich da üben. Und es ist einer der am übelsten, mentalsten, fordernden Handelsstile, die man sich nur antun kann. Man lernt sehr viel, ja, über sich selbst auch. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Ja, dann kommen wir zum Wunschmarkt Öl, WTI oder Brent. Du hast die Auswahl. Okay, ich nehme Brent. Dann wird er, ja, also wenn ich das zum Beispiel sehe, auf den ersten Blick, Jesus Maria, also fallendes Dreieck, sehr schön, ja, ist eine Fortsetzungsformation für den Abwärtstrend, kann aber genauso einen Wechsel bedeuten. So. Also wenn man das sich so anschaut, hier auf dem Daily, natürlich, wenn die Kurse hier runter kämen, dann ist bestimmt eine Party am Gehen. Weil hier hat sich einiges angesammelt, ja, an Volumen, gar keine Frage. Also Bewegungszone direkt vor der Nase und untergeordnet auch in intakter Abwärtstrend. Wenn man es jetzt so ansieht, muss man sagen, ja, super. Okay, wenn wir näher rangehen, kommt es ja darauf an, was entdecken wir? Wie kommen wir in den Markt? Ja, so, und da muss ich halt eines sagen, wir haben hier einen großen, ja, gegen die Korrektur, scheint gerade zu kommen. Ja.
Man kann jetzt hergehen und sagen, hey, weißt du was, ich springe sofort rein, weil wenn der jetzt nach unten durchzieht, ja, dann mache ich einen Haufen Geld. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ich jetzt reinspringe, muss der Stop hier hoch. Ja, wenn ich mir das leisten kann, in Ordnung. Ja, wenn ich mir es nicht leisten kann, dann muss ich eben gucken, dass ich über die kleineren Geschichten reinkomme. Und da habe ich zumindest mal einen Abwärtstrend für mich. Achtung, ich nehme eher den übergelagerten in den Rohstoffen. So, und da sehe ich halt im Moment, Achtung, eben keinen gescheit ausgebildeten. Ich bin zu spät gekommen. Wenn ich jetzt reinspringe, kann es uns passieren wie vorhin im Dow. Ja? Es geht hin und her. Natürlich kann er auch weiterziehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Was ist Ihnen jetzt wichtiger? Springen oder gescheit traden und dann eben hinterher gucken. Das ist einer der hochinteressanten Geschichten beim Trading. Und glauben Sie mal, wenn Sie dann ein Webinar machen, wo es ums Trading geht, da ist man schon ein bisschen unter Druck und denkt sich die ganze Zeit, ah, das ist eigentlich doch, spring doch rein. Aber alles in mir schreit gegen dieses Reinspringen, deswegen mache ich es nicht. Ja? Ich möchte hier ein anderes Signal sehen. Ich möchte einen anderen Trendaufbau sehen. Und wenn ich den nicht sehe, dann werde ich auch nicht traden. Jens, jetzt kannst du mich entlassen, aber ich weigere mich standhaft. Dann ein paar allgemeine Fragen. Ist es wirklich wichtig, dass ein Markt schnell ist, fragt ein Teilnehmer. Man kann 100 Punkte ertraden oder nur 15 Punkte, aber trotzdem jeweils gutes Geld machen. Ja, ich kann die Frage nochmal ganz kurz wiederholen. Ich habe es akustisch. Ja. Ganz zu Anfang des Webinars hast du ja von schnellen Märkten gesprochen. Deswegen schreibt ein Teilnehmer als allgemeine Frage, ist es wirklich so wichtig, dass ein Markt schnell ist? Man kann 100 Punkte ertraden oder auch nur 15, aber trotzdem jeweils gutes Geld machen. Ja, also für mich ist es wichtig. Für jemanden, sag ich mal, der klassisch immer sauber, sag ich mal, markttechnisch auf der gewählten Trendgröße handelt, ist es nicht wichtig. Also ich bin als typischer kurzfristiger Trader ein Opfer der Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Trading, die Zeitspannen. Ja? Deswegen gibt es viele Trader, die Zeitspannen komplett ausblenden und mit zeitungebundenen Charts arbeiten. Das ist aber wirklich eine Charakterfrage, sage ich jetzt einfach mal. Mir liegt der schnelle Markt mehr. Das ist so, wie wenn Sie Auto fahren. Natürlich kommen Sie von A nach B, auch wenn Sie nur mit 10 Kilometer fahren. Manche Leute fahren aber schnell. So, oder hassen es im Stau zu stehen, ja. Und deswegen, derjenige hat absolut recht, wie man es macht, ist doch wurscht, ja. Ob du deine 100 Punkte holst in 3 Tagen oder in 3 Minuten, ist eigentlich auf den ersten Blick völlig egal. Nur das Trading selber ist ja jetzt nicht nur Logik und Technik, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern es lebt ja durch die Person, die das Trading macht und auch durch die Person, die den Computer programmiert, der dafür handeln soll, wenn man eben nicht mit der Maus selber rumklickt. Und deswegen der mentale Aspekt ist ein nicht zu unterschätzender im Trading. Ich mag schnelle Märkte. So. Gut, okay. Jens, ich gebe zu dir und schaue halt gerade mal den Euro nochmal genauer an. Nächste allgemeine Frage. Haben Sie ein Mindestchance-Risikoverhältnis, ein Mindest-CAV, wenn Sie im 5-Minuten-Chart traden oder achten Sie überhaupt nicht auf das CAV für den einzelnen Trade? Doch, ich achte natürlich aufs CAV. Also so, das CAV selber ist wichtig, aber es ist nicht heilig. Wenn Sie im schnellen Trading unterwegs sind, werden Sie viele Trades 1:1 machen. Ja? Viele Leute sagen, ja, um Gottes Willen, da kann man ja gar kein Geld verdienen. Doch, das kann man, die Trefferquote muss halt stimmen in dem Moment. Wenn die verrutscht, hast du ein Problem. Das CAV ist wichtig, ja, definitiv wichtig, aber es ist nicht alles. Deswegen, also ich möchte, wenn es irgendwie geht, möchte ich zumindest im Forex-Bereich nie mehr als 10 Pips riskieren. Und somit ist dann, sage ich mal, ein Trade, wo ich 10 Pips rausholen kann, eben ein Gewinntrade. Aber in dem Moment, sage ich mal, wenn ich 1:2 handeln kann, dann wird es interessant. Und das kriegst du in der Regel nicht beim Ausbruchspunkt, sondern wenn du aus der Korrektur kommst. Ja? Also achte ich schon darauf, aber ich mache auch den einen 1:1-Trade. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt könnte ich ja hier in den Markt springen und sagen, oh, schau mal, jetzt geht das Ding weiter. Die meisten, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, nein, das machst du lieber nicht, weil, warum? Ehrlich gesagt, hier ist eine Korrektur überfällig. Und sogar wenn ich jetzt ein CAV habe mit meinen 10 Pips, ja, und den Stop hier hinlege, kann es mir passieren, dass der einfach die kleinste Korrektur mich rauswischt und der später zieht. Im Moment, natürlich pfeift der mir was, weil ich nicht will, weil wir ein Webinar haben und zieht nach oben durch. Aber wiederum, ich habe kein Signal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe keins. Also, ja. Okay, jetzt kommt eine kleine Korrektur. Schauen wir doch mal, ob wir da was machen können. Der Moment. Die Bewegung gefällt mir gerade. Also ist Bewegung im Markt. Das ist eine Tageseröffnungslinie. Nochmal ganz kurz hier das größere Bild. Ja, 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 okay. Auf der Stunde, wie sieht's aus?
Übrigens, Gruß an alle, ne, die vorhin Short gehen wollten. Ich meinte ja, ich will nicht. So. 5 Minuten, wir haben eine weit gelaufene Bewegung. Tja, die Tageseröffnungslinie kann manchmal wirklich ein Indikator sein, dass der einfach weiterzieht. Aber ich will in weit gelaufenen Bewegungen nicht reinspringen. Das ist übelstes Anfängertum. Völlig wurscht, ob der weiterläuft oder nicht. Ich will jetzt eine Korrektur sehen. Und wenn die nicht kommt, hat der Markt Pech und nicht ich. Ätsche, Bätsche. Jens, ich beobachte das mal weiter und spiele den Ball zu dir. Ja, sehr passend eine Frage dazu von einem Teilnehmer. Frage an Herrn Schmidt, was würden Sie einem raten, wenn er zu früh aus dem Markt rausgeht? Ich bin öfters frustriert, wenn der Markt weiterläuft, ich aber auch schon draußen bin. Ja, aber ich sag so, willkommen im Club. Das ist eigentlich neben vielen anderen Problematiken eine der Problematiken schlechthin im Trading. Wie gehst du um mit einem Verlust, wie gehst du um mit einem Gewinn? Und es zeugt von fortgeschrittenem Trading oder von mentaler Gelassenheit, wenn man zum Beispiel auf Ziel arbeitet, sein Ziel nimmt und den Markt dann wirklich machen lässt, wie er will. Dass es dich nicht interessiert, dass du eben sagst, ich habe mein Ziel erreicht, tschüss. In dem Moment, wenn du halt zum Spielball wirst und sagst, oh, ich habe immer zu wenig und die Verluste sind immer so groß, dann mag das, sag ich mal, verständlich sein, aber es fehlt dann entweder an der Erfahrung oder schlichtweg an einem festen Plan. Ja. Und an dem Plan festzuhalten, ist halt auch entsprechend schwer. Was weiß ich, nimmst 20 Punkte, sagst, ich nehme bei Ziel, tschüss, und dann läuft er 200 Punkte weiter. Deswegen, was ich hier demonstriere im Webinar, ist mit diesen Teilverkäufen zu arbeiten, da schlägt man, sag ich mal, 2 Fliegen mit einer Klappe. Man dünnt zwar den Gewinn aus, ja, das stimmt, aber gleichzeitig holt man Gewinne nach Hause, wo andere Verluste machen, und man bleibt im Spiel, wenn die Restposition dann entsprechend vielleicht doch weiterläuft. Ich eröffne hier mal Long in den Markt hinein, auf dem 1-Minuten-Chart. Wollen wir mal sehen, ob der nochmal hier aus der Korrektur nach oben findet. Das sieht... Achtung, ich bin hier zu weit weg mit dem Stop. Da wird schon das Risiko entsprechend verringern. Was kann passieren bei dem Trade? Also erstens, er rutscht einfach durch. Ganz klar, hätten wir einen Trendbruch, würde ich mich in diesem Bereich hier verabschieden. Nochmal, weit gelaufene Bewegung, ja, ist immer das alte Problem. Wenn wir Glück haben, reicht das noch und er zieht hoch zum Vortrageshoch. Ja. Im Moment sieht es nicht so klasse aus, aber zumindest komme ich aus der Korrektur. Wenn ich hier oben reingesprungen wäre, dann gehört mir eine Ohrfeige, ja, gesetzt. Gut, alles klar. Also nochmal, der Markt sollte definitiv nicht unter diesen Bereich kommen. Ich bleibe mal kurz bei dem Trade, Jens, um zu schauen, wie sich der entwickelt. Ja. Aber was man richtig schön sehen kann, es wird gekauft, gekauft und zack, wird runtergedrückt. Okay, jetzt kommt er, alles klar. So. Und jetzt müsste ich eigentlich nach meiner Handelslogik hier, wenn ich jetzt nicht sofort ein Brachialschub kommt, einen Teil abstoßen. Komm, komm, komm. Ja, gut. Jens, mach weiter. Ruf die an dort und sag, die sollen jetzt kaufen. Wir haben ein Webinar. Komm schon. Okay. Also, dass das nicht passieren darf, genau. Dass diese Kerze wirklich nach unten gedrückt wird. Der muss durch. Er muss durch. Zur Tageseröffnung möglichst. Da würde ich einen Teilverkauf machen. Haben wir auch kein gutes CAV jetzt in dem Moment. Aber wenn der Rest rüberläuft zum Vortageshoch, das wäre natürlich perfekt. Wir hätten dann, sage ich mal, hier diesen Schub, ja, der nochmal diese Hochs oder diese Hochs abrasieren könnte, wenn der Markt den Druck aufrechterhält. Wie schon gesagt, wenn. Ja. Was hier natürlich auch passieren kann, der eine oder andere wird sehen, ja, dass eben ein Trendwechsel erfolgt. Deswegen liegt der Stop auch hier in der Nähe. Und der Kurs darf jetzt nicht radikal nach unten kommen. Das darf er nicht. Ja, und da ist er auch schon am Gehen. Achtung, Achtung. Bin ich bereit für einen Abflug? Ja, die Hälfte fliegt raus. Okay. Das ist auch immer so eine Geschichte, ja. Manche sagen, oh, das ist aber hektisch. Und ich sage, nein, das hat mit Hektik jetzt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern mir geht es nur noch hier um eines, nicht um den großen Gewinn, sondern dass der Verlust klein bleibt. Und wenn ich das durchziehe, ja, und halbwegs nur einen Durchläufer habe von 10 oder 20 Pips, werde ich definitiv profitabel sein. Das Geheimnis liegt also mal wieder nicht im Gewinn, in der Rolex-Uhr oder im Ferrari, sondern in der Verlustbegrenzung. So. Es ist sehr schwer, mental, sage ich mal, hinzukriegen. Aber Sie erkennen es. Vielleicht holt der Markt auch kurz die Leute einfach ab, die genauso gehandelt haben wie ich, und zieht danach wieder hoch. Wer jetzt Angst hat, dass ihm was entgeht, kann ja hergehen und einen Wiedereinstieg wagen. Kann man machen, indem man sagt, komm, ich mache hier einen Stop-Buy rein für alle Fälle. Falls der nochmal hochzieht, ist da jetzt nicht die unbedingt beste Stelle. Aber genau für den Fall, sage ich mal,
dass mal hier wieder Spirenzchen gemacht werden, kannst du jetzt mehr oder weniger mit Abstand gucken, was passiert und dann eben in den Markt noch einmal reinkommen, wenn der hochziehen könnte. So. Seht ihr das? Aufbau, Korrektur und Bewegung. Ja. Gut. Die einen oder anderen werden es auch gesehen haben, wir haben einen Abwärtstrend hier drin auf klein. Die kleine Zeiteinheit ist nicht unbedingt die aussagefähigste bzw. die verlässlichste. Deswegen, ich nehme jetzt meinen Stop-Buy an diese Stelle. Genau, Markt zieht nochmal hoch. Und wenn er jetzt nochmal Gas gibt, wäre natürlich top. Und wenn er runterkommt, fliegen wir halt nochmal raus. Jens, ich gehe zu dir an der Stelle. Falls Fragen da sind. Ach, einfach noch einen Kommentar von mir zu der letzten Frage. Trading ist auch mentales Training. Also so sollten wir uns auch mal sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe gerade mal ein bisschen überlegt, die letzten 5 Minuten, ob man sich nicht ärgern darf. Natürlich darf man sich auch ärgern. Man sollte es bloß nicht zu sehr für sein Trading als Beeinflussung nehmen, aber ab und zu mal Dampf rauslassen oder auch freuen. Alles ist erlaubt. Wir sind ja alle Menschen. Die nächsten Fragen der Teilnehmer. Herr Schmidt sagt ja, dass der DAX schwer zu traden ist derzeit. Welche Indizes sind einfacher derzeit? Ja, ehrlich gesagt, hätte ich gerade, also die ich halt sonst angucke, die Klassiker, wie wir sie auch hier besprechen, ist im Moment jetzt nicht so mein Tummelplatz. Ich stehe eher auf die Forex-Märkte, weil immer wieder schöne Bewegungen reinkommen und manchmal die Trendlagen einfach schöner sind. Und dann kann es einfach passieren, dass der halt auch nichts entdeckt längere Zeit. Ja, also die Aktienindizes selber, wir haben vorhin gesagt, wir sind eigentlich im Korrekturmodus, im DAX und im Dow. Und natürlich kann das jederzeit wieder nach oben gehen. Aber der Korrekturhandel ist ja, sag ich mal, klassisch geprägt von diesen Lunden- und Dochtenparaden, von diesem gnadenlosen zwei Seiten treffen aufeinander und dann hast du halt mal einen Bewegungsschub runter, alles klar, und dann kommt wirklich nur Nahkampf all die Zeit. Das ist die Kunst, sag ich mal, das auseinanderzuhalten, dann auch die Finger rauszuhalten und sich zuzugestehen, dass man eben kein Magier der Märkte sein muss, sondern eben bestimmen muss, wo befinde ich mich, in einem Korrekturhandel oder in einem Trendmarkt. Wir haben die letzten Jahre schöne Trendmärkte gehabt, die klassisch unterbrochen waren durch Korrekturphasen. So, und wenn wir jetzt eben längere Zeit nur Korrekturmärkte bekommen, dann ist es wichtig, dass man sich Märkte sucht, die halbwegs ein gutes Bild bringen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erkennen, ich habe jetzt hier den Stop leicht weggezogen, aber innerhalb meines Risikos, ja, also alles in Ordnung, so darf man den Stop dann wegziehen, wenn das Risiko das klassische nicht überschritten wird. Weil normalerweise müsste er hier liegen, ja, bei 10. So, da liegt er. So. Was jetzt hier passieren kann, ist folgendes. Wir kriegen das Ding ab, ja, und er zieht runter und schmeißt uns raus. Hätte ich einen Vollverlust, und im Moment habe ich schon geschlafen, weil ich ständig hin und her springe, ich hätte einen Teil eigentlich abstoßen müssen, so wie ich es vorhin gemacht habe. Wenn ich das ein einziges Mal unterlasse und ich einen Vollverlust kassiere, dann zerlegt es eigentlich meine Handelslogik mit Money Management. Das ist das Schwierige, wenn man jetzt kurzfristig tradet und das live auch noch demonstriert. Ja. So. Gut, wir erkennen, Abwärtstrend hier ist am Gehen. Im Moment, was hier kommt, ist nur eine Korrektur. Hat der Markt Kraft, zieht er einfach durch. Hat er sie nicht, macht er rum. Schauen wir mal, wie es auf 16 Uhr sich jetzt gestalten wird. Ich ziehe den Stop wieder ran, innerhalb des Limits, alles in Ordnung. Wollen wir mal sehen, ob er durchzieht oder nicht. Jens, ich gebe zu dir. Eine allgemeine Frage. Mir ist Daytrading oder Scalping zu anstrengend, schreibt ein Teilnehmer. Deshalb trade ich im Tageschart. Ich suche mir nach Börsenschluss erfolgsversprechende Sets und Order Stop Buy Sell mit Stop Loss. Am nächsten Tag schaue ich einige Male nach meinen Trades. Wenn sie gut laufen, ziehe ich den Stop Loss gegebenenfalls mehrmals nach. Wenn sie schlecht laufen, gehe ich raus. Als Orientierung für das CRV nehme ich 2. Was hältst du von dieser Art zu traden? Ja, willkommen. Willkommen beim Trading. Absolut top. Seit langer Zeit bemühe ich mich ja auch, sage ich mal, in die Richtung. Also wer es längere Zeit Daytrading macht, wird irgendwann erkennen, dass so faszinierend das Daytrading sein mag oder das ganz kurzfristige Trading auch sein mag, dass es im Endeffekt ja eigentlich nur die Kür des Ganzen darstellt. Bequem Geld verdienen mit viel Freizeit und so weiter geht eigentlich nur über Swing oder Position Trading. So. Deswegen, wenn derjenige das so halten kann, super gut. Nochmal, ich bin jemand, ich mag, wenn es fetzt, deswegen bin ich in den kleinen Zeiteinheiten unterwegs, habe dadurch auch viele Schwierigkeiten immer wieder oder gehabt, wo ich Lernphasen hatte, wo es ganz bitter wurde, ja, weil ich die Bedingungen nicht vorfand, die ich gerne gehabt hätte. Aha, ist eine Nachricht im Markt. Na toll, dann sind wir schon draußen. Gut.
Schade, mein Ansatz war nämlich genau der, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir einen Schub nach oben durchkriegen. Okay, jetzt hat es mich erwischt, in Ordnung. Nee, aber nochmal, wenn derjenige so traden kann, das ist super. Absolut klasse, ich bewundere das, ja. Ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten mit dieser Art zu traden. Nicht, weil ich nichts kann oder weil ich ein Weichei bin, sondern weil ich einfach ein anderes Naturell habe. Aber das längerfristige Trading ist eine super Sache. Nur, man zahlt einen Preis, nämlich den, dass du Vollverluste kassierst, in der Regel, wenn du ausgestoppt wirst, und dass du eine Art von Kontrolle abgibst. Und ich glaube, Scalp-Trader oder kurzfristige Trader sind irgendwo Kontrollfreaks. Bin ich auch einer. Und deswegen tut man sich schwer dann mit der Gelassenheit nach dem Motto, ja, schauen wir mal, ob ich 300 Punkte ausgestoppt werde oder nicht. Da tue ich mich halt einfach schwer. Ja. Okay, zurück zu dir, Jens. Unsere Stunde ist um. Das nächste Webinar von Admin Markets gibt es morgen, 8.30 Uhr. Guten Morgen, DAX, wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag schon vor Xetra-Start um 8.30 Uhr auf den neuen Handelstag vorbereiten. Wenn Sie möchten, mit Daytrader Dirk Wojcewski. 8.30 Uhr über admiremarkets.de/Webinare können Sie sich über alle Webinare, die wir kostenlos anbieten, gerne informieren. Den Jochen hören Sie gerne wieder am Sonntag, 20.30 Uhr. Alle zwei Wochen findet ja Sonntagabend Marktvorbereitung auf die neue Handelswoche statt. Gucken Sie sich den Bund an, gucken Sie den US Treasury an. Wir haben da neue Handelswerte dazu bekommen. Wir haben auch für den DAX ein bisschen was optimiert. Die Euler-Ausführungsgeschwindigkeit ist nochmals besser geworden. Wenn Sie den Newsletter noch nicht bekommen, wir werden da zum DAX auch noch ein bisschen besser mehr schreiben zum nächsten Monatsnewsletter am 1. Oktober. Ja, oder mal auf die Webseiten gehen, immer Neuerungen und so werden Sie da immer gerne finden. Oder auch auf Facebook-Fan werden, je nachdem, wo Sie sich am liebsten so tummeln. Allzeit gute Trades, Grüße aus Berlin und Schlusswort vom Jochen. Jawohl. Vielen Dank, Jens, und nochmals, sehr verehrten Damen und Herren, für die vielen Fragen. Ja, das Webinar, ich sage ja immer wieder, manche Webinare finde ich toll, manche finde ich gar nicht so toll. Gut, heute habe ich viel erklärt, ich habe viel gezögert, wir haben kleine Verluste gemacht. Schade, dass mein News-Geschichte nicht den Schub brachte und halten konnte. Es ist extrem schwer, nebenher zu erklären und dann auch, sage ich mal, entsprechend zu reagieren. Aber ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben, auch in die Sorgen und Nöte von einem kurzfristigen Trader, ja, und Ihnen vielleicht einen oder anderen Tipp rüberbringen. Das sind ja auch eine gelassenere Denkweise zum Trading selber entwickeln, eben weg von dem Punkt, dass du jeden Tag traden musst wie ein Irrer. Übrigens auch die langfristigen Trader gibt es, die meisten Anfänger machen auch viel zu viele Trades. Es geht darum, punktgenau möglichst zu treffen und bis dahin auf der Lauer zu legen. Im kurzfristigen Trading hat man da mehr Signale, sage ich mal, im Tag, als jemand, der auf der Woche unterwegs ist. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn es nicht läuft, muss man raus. In diesem Sinn freue ich mich auf Ihre Anmeldung zum Seminar in Lohr am Main, wenn Sie tiefer gehen wollen, und wünsche Ihnen viel Erfolg im Trading in dieser Woche. Ihr Jochen Schmidt. Ciao.